Herzlich willkommen zu Folge 139 meines Fitness Infinity Evolved Expertenmodus Let's Plays. In der letzten Folge haben wir uns durch die Trollhöhlen gekämpft und dann uns mit einer Bohnenranke nach oben gebracht. Keine Ahnung, Satzanfang blöd. Um dann dort ein paar Giganten, also ein paar Giants zu killen. Ein paar Riesen, das ist die richtige deutsche Übersetzung. Und epische neue Tools von denen zu haben, mit denen wir wiederum unten in den Goblinhöhlen. Nein, Trollhöhlen. Wieder etwas Schönes abbauen konnten. Und dabei haben wir die Lamp of Cinders bekommen, mit der wir diese Folge gerne die Dornenlandschaften runterbrennen möchten. Bevor ich das aber erledige, möchte ich noch eine kleine Sache erledigen. Und zwar, erinnert euch sicherlich noch, dass ich mal eine kurze Weile Achievement Run gemacht habe, nach dem Motto, dass ich möglichst viele von diesen Sonderachievements hier mal machen möchte. Das habe ich mir gecheatet, weil ich es eigentlich abgeschlossen habe und das nicht gemerkt hat. Dann das habe ich ja wirklich bekommen und so weiter und so fort. Habe ich die ja alle durchgenommen, aber das da ist das Einzige, was ich noch nicht hatte. Und dort habe ich mal tatsächlich gegoogelt, denn das wusste ich nicht, wo man die findet. Ich habe die noch nie voll gefunden. Und dann bin ich ein bisschen durch den Labyrinth gestreift. Ich muss zugeben, ich habe das mit dem Jetpack gemacht. Ich hatte keine Lust, das Vanilla zu machen, denn das ist ein Achievement und kein Durchspielding. Also ist mir das da wirklich egal. Dann bin ich das Maze hier mit dem Jetpack geflogen und habe zum Teil auch einfach den hier benutzt, um zack einfach durch eine Wand durchzugehen. Natürlich möglichst nicht in Lava, so wie ich es gerade demonstriert habe. Aber Fakt ist jedenfalls, wenn ihr diese normalen Maze-Maps habt, die hier und dann halt auf der richtigen Ebene, nicht so wie die hier, denn die einzige, wo es sinnvoll gewesen wäre, habe ich natürlich umgewandelt, ist ja klar. Ich war ja intelligent. Du nervst. Stirb. Danke. Wenn ihr jedenfalls diese Maze-Maps komplett erkundet oder eben wie ich eine Minimap habt, dann seht ihr, dass hier ein großes, einfaches, schwarzes Viereck eingeschlossen ist von verschiedenen Korridoren. Und dieses Viereck, da könnt ihr rein, indem ihr einfach Maze-Stone abbaut. Einmal hier und einmal nochmal hier und noch einmal den hier, glaube ich, auch noch. Den hier auch noch und dann wahrscheinlich noch einen. Genau. Bup. Oh Gott, noch rein? Oder muss ich noch nach oben? Ich glaube, ich muss noch nach oben. Ja. Vielleicht muss ich das einfach oben machen. So. Naja, auf jeden Fall, you get the point. Wir machen die einfache Variante. Die einfache Variante. Danke. Und zwar teleportieren wir uns natürlich einfach rein. Das ist natürlich die einfache Variante. Und dann. Das sind Chest, Chest, Chest und Chest. Okay, also keine Trap Chest. Das heißt, wir können die einfach aufmachen und können hier drin ein paar witzige Sachen finden. Darunter, oh, eine Ender Chest, okay. Noch mehr Stuff, okay. Ganz viel Stuff, von dem ich gar nicht wusste, dass man die überhaupt bekommen kann und bekommen will hier drin. Das schmeiße ich nochmal wieder. Nein, nicht alles, nur das da. Und zuletzt, ja, da ist, ich dachte schon. Ja, und zwar den Maze Breaker. Und den müssen wir natürlich noch einmal wieder droppen und wieder aufnehmen. Und schwupps hat er das Achievement dafür registriert. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn das eigentlich? Ist das ein extra Ding? Slash MT. Ja, das ist eine eigene Pickaxe. Okay. Ich denke mal, wenn wir jetzt diese Platten auslösen. Hopp. Na. Ja, dann explodiert gleich TNT. Das heißt, ich laufe hier mal kurz ein kurzes Stückchen weg. Das war eine gute Idee, ein Stückchen wegzulaufen. Jupsala! Jetzt ist auf jeden Fall nicht mehr viel da. Das ist witzig. Ja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt unseren Maze Breaker und das Achievement damit auch endlich abgeschlossen. Ein bisschen cheatiger als die anderen Achievements. Ja, ich weiß. Gut, das eine habe ich ja auch gecheatet, das Hollow Hill Achievement da. Das allererste. Da, das habe ich mir auch gecheatet und dann habe ich gemerkt, oh, ich bin da falsch in Hollow Hill gewesen. Gut, aber dann habe ich es ja nochmal abgeschlossen auf den Legit-Weg. Also, alles gut. Aber jetzt habe ich halt auch das hier auf dem halblegitimen Weg bekommen. Ich habe die zumindest wirklich gefunden. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Oh, wie geil. Guckt euch das an, wie schnell diese Pickaxe einfach diesen Maze Stone abbaut. Damit kann man sich wirklich durch ein Maze durchbauen. Das ist einfach geil. Dann scanne ich die Pickaxe mal. Die wird wahrscheinlich auch nur einfach
Oh, die hat sogar noch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich, weil sie enchanted ist. Das Ding hat gar nichts. Das ist eine Potion. Die scannen wir auch nochmal schnell. Ach komm. Warum? Tut ja nicht weh. Zack, 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 zack. Euch schmeiß ich einfach mal dahin. Und bupp. Wieder zurück. Damit also haben wir den ersten Teil dieser Folge erledigt. Wir haben einen Mace Breaker. Das wollte ich nochmal schnell erledigen. Ich habe nochmal kurz auf Camera das gemacht, während meine Sachen repariert haben. Es dauert immer eine Ewigkeit, dass die reparieren. Also habe ich dann halt währenddessen kurz den Mace Breaker gesucht. Und deswegen haben wir den jetzt. Ein Achievement mehr. Jetzt sollten wir also eigentlich nur noch, wenn ich nochmal ganz kurz in die Achievements gucke, eigentlich nur noch die beiden Achievements haben. Und natürlich dann den Rest der Storyline Progression. Aber wir müssen nur noch diese beiden Achievements für die Hollow Hills machen. Wenn ich also mal eine Folge früher beende, gehe ich nochmal in eine Hollow Hill rein und mache nochmal die Achievements, damit wir dann auch wirklich am Ende alle Achievements haben. Das ist mein Ziel. Twilight Forest 100% Achievements. Dann gehen wir hier wieder raus. Genau, so wird es sein. Okay, dann würde ich nochmal sagen, ich mache einen kurzen Sicherheitscut und dann laufen wir zu den Dornen. Okay, ich habe gerade mal einen Eintrag noch im Questbuch gelesen und das wird wahrscheinlich ziemlich witzig, was uns jetzt bevorsteht. Also, ich brenne mal die Dornen weg. Wir können einfach einmal rechtsklicken, um einzelne Dornen zu verbrennen. Und dann seht ihr schon, wir können da einfach durchlaufen. Aua, wenn wir nicht gerade sowas machen wie ich gerade, dass wir uns einfach mal anpiepen. Aber wenn wir Rechtsklick gedrückt halten, dann boom, machen wir eine gesamte Gegend von den Mistviechern einfach weg. Das heißt, wir machen das Ganze mal ein paar Mal und brennen uns hier langsam aber sicher ein bisschen durch. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir dafür das Achievement kriegen, Past the Thorns, oder habe ich das jetzt schon bekommen? War ich einfach nur blind? Make it past the Thornlets and unlock the door of the castle. Ach so, wir müssen dafür erstmal ganz durch. Okay. Also zack, hier durch, komm, lass mich hier durch. Brennen, 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 brennen. Sehr hoch anspruchsvolle Arbeit, die ich hier verrichte. Na komm. Aua. Nicht mich abknacken, du blöde Dornzeugs. Wow, ich könne Deutsch, Alter. Ei. Da hinten ist die Burg, habe ich gerade noch im Augenwinkel gesehen. Also nochmal wieder ein paar mehr. Alter, wie viele Dornen hier einfach sind. Drei Stunden später. 3 hours later. Warte mal, habe ich das? Alt-GR 9, 0, 9, 0. Null habe ich das, wenn denn. Und, da habe ich das. Kannst du mir mal, wie riesig diese Thornlets sind? Alter Schwede. Ich weiß schon, warum die im Vanilla nicht durchdringbar sind. Was ist denn das für eine Rose? Thornrose. Okay, witzig. Okay, haben wir es gleich geschafft? Wir haben es gleich geschafft. Wir sollten gleich durch sein. Hey, wir sind gleich durch. Ah! Wie kommen wir da jetzt hoch? Wahrscheinlich einfach, indem wir Minecrafts Weg auf des Hochkommens benutzen. Keine Ahnung. Ich könnte ja mal versuchen, hier lang noch zu kommen. Aber die Dinger brechen manchmal, aber manchmal auch nicht. Das ist irgendwie komisch. So, ihr brennt nochmal weg, bitte. Und, wir haben es geschafft. Fast. Nochmal hier durch. Und schwupps. Und ich hoffe, jetzt bekommen wir gleich das Achievement, sonst muss ich wieder cheaten. Aber das sieht doch gut aus. Wir haben es geschafft. Highland Center. Und er erkennt es nicht als Achievement. Was ist denn das für ein Spasti? Alter, ist das eine riesige Base. What the heck? Ist das eine riesige Base? Und warum bekomme ich das Achievement nicht? Wofür bekommt man das Achievement? Ach ja! Unlocking the door, ne? Stand da ja gerade? Twilight Forest? And unlock the door of the castle. Ja, genau. Alter, was ist denn das für eine riesen... Alter, Scheibe. What the heck ist das eine riesen Burg? Du stirbst. Danke. Alter, ist das eine riesige Burg. Heiliger. Ist das The Door oder ist das Il Door? Also ist das eine? Okay. Ist das jetzt eine der Türen oder ist das alle Türen? Ich habe keine Ahnung. Warum bekomme ich das Achievement nicht? Ich will das Achievement haben. Okay, wir gehen einfach mal rein. Und gucken mal, was hier ist. Sieht zumindest anders aus, als ich es erwartet hätte. Hey! Okay. Noch ein Stückchen höher, noch ein Stückchen höher. Es ist jedenfalls stockedüster. Und es gibt augenscheinlich keine Leute, die mich angreifen, was ziemlich witzig ist.
Oh, jetzt sehe ich nichts mehr. Hilfe, Wolken geht weg. Danke. So, nochmal wieder aufmachen. Okay. Das ist irgendwie sehr ernüchternd. Hier ist nicht wirklich viel. Und ich bekomme immer noch kein Achievement. Also habe ich noch nicht THE Door gefunden. Augenscheinlich. Also gehen wir nochmal schnell nach unten. Sonst dauert mir das zu lange. Bup. Ich möchte das Achievement haben. Aber schaut euch mal an, wie unglaublich leer das hier ist. Hier ist einfach nichts. Hier ist irgendwie einfach gar nichts. Also irgendwie sieht das. Naja. Also, bevor ich hier noch 3 Milliarden weiter spiele, ich kann ja nicht gut spielen. Im Questbuch stand das schon drin. Dieser Teil ist noch Work in Progress und das gibt es noch gar nicht, was wir hier versuchen überhaupt zu finden. Das Einzige, was mich jetzt verwundert, ist, warum ich das blöde Achievement nicht bekomme. Ich würde gerne das Achievement haben. Wo ist denn die Castle Door, die ich anlocken soll? Ich habe doch eine Castle Door unlocked. Ich benutze doch mal ganz schnell die Power der Geschwindigkeit gleich mit dem Jetpack und guck mal, ob ich nicht irgendwas schneller machen kann hier. TARDIS. Recall. Okay, ich habe mir jetzt mal eben meine normale Rüstung und mein normales Schwert wieder besorgt, denn im Questbuch steht natürlich ganz klar, dass dieser Teil des Twilight Force noch gar nicht fertig ist. Trotzdem würde mich wundern, wie ich dieses Achievement bekommen könnte. Und ich habe mal ganz kurz nachgegoogelt und angeblich soll man Dorn abbauen. Das ist angeblich, was man tun soll dafür, was ich ein bisschen für unlogisch halte, aber hey, probieren geht über studieren. Also bauen wir einfach mal ein paar Dornen mit einer Pickaxe ab, auch wenn dafür die Axt das perfekte Tool wäre, aber ich bin jetzt zu faul, noch bei 85% zur Axt zu wechseln. Und okay, wow, das ist höchst effektiv gewesen. Höchst effektiv sehe ich schon. Ah, okay, die wachsen also einfach immer weiter. Das ist sehr cool. Also, bumm! So, kann ich euch ab. Nein, euch bekomme ich wieder gar nicht. Also, hä? Im Wiki steht: Dornen Stages of Function. Last Functional Stage in the Twilight Force completed by obtaining either a Thorns Block or a Green Thorns Block. Und beides ist nicht möglich, denn ich habe es ja gerade versucht. Wir können die nicht nehmen. Wir können die zwar abbauen, aber wenn wir sie abbauen, dann wachsen sie nur weiter. Toll. Das ist. Wow. Das ist sehr gut. Okay, aber ich habe auch noch ein bisschen weiter rumgegoogelt und es scheint so zu sein, dass viele Leute da an der Stelle stuck sind. Das heißt, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal die einfache Variante. Slash Achievement. Give RSGE. Give Twilight Forest. Gott, wie viel ist denn das? 33? Das müsste 32 oder 33 sein. 32? Nein, 32 habe ich schon. Okay, 32 ist Breaking the Maze. Hoffentlich gebe ich mir jetzt keine Achievements, die nicht gut sind. Ich glaube, ich gehe doch mal kurz in meine Testwelt, bevor ich mir was gebe, was ich nicht sollte. Und einige Sekunden des Ausprobierens später. Perfekt. Past the Thorns. Achievements. Twilight Forest. Da sehen wir jetzt. Make it past the Thorns. Habe ich jetzt mal eben entlockt. What could even be in that castle? So castle very wow. Ich habe eine Sekunde zu lang gebraucht, um diesen Witz zu verstehen. Ich bin nicht oft genug auf altem YouTube gewesen. Sehr altem YouTube. Verdammt altem YouTube. Gott, bin ich alt. 2000. Was weiß ich? 2009? 2008? Viel zu alt. Viel zu alt. Ja, aber auf jeden Fall ist das schon mal das. Ich glaube aber, die letzten Achievements kann man auch wieder nicht bekommen. Oder das letzte Achievement. Denn ich glaube, da gibt es nicht viel. Wir können es mal probieren. Das heißt, ich rufe die TARDIS mal schnell hierher, denn dann sind wir so nah wie möglich am Ausgangspunkt. Nicht Transmit, sondern Recall. Du kannst mal bitte hierher kommen, TARDIS. Und dann gehen wir einfach rein und nehmen die schnelle Variante. Wir gehen einfach ganz schnell durch und gucken mal, wohin wir kommen. Ich habe den Weg schon mal ausprobiert, deswegen weiß ich, wohin wir müssen. Das heißt, ich brauche auch nicht lange dafür. Wir gehen nur mit Full Speed durch und gucken, wohin wir müssen. Also ich dachte zumindest, dass ich den Weg kenne. Mal sehen, ob ich den wirklich kenne. Das wird sich dann rausstellen, wenn ich gleich wahrscheinlich in den doch falschen Varianten komme. Doch hier. Hier geht's weiter. Genau, dann kommen wir hier lang. Dann kommen wir hier lang.
Und man kommt halt wirklich, selbst wenn man kein Sash oder sonst was hat, man kommt tatsächlich da überall rein. Nur halt, es dauert 3 Milliarden Jahre. Und da ist übrigens das, was wir gesehen haben. Da waren wir. Dann wieder nach unten, zack, durch und wieder weiter. Boing! Das ist so geil mit so einem Sash. Einfach, vor allem, solange ich Steuerung und W gedrückt habe, ich muss dafür nicht mal laufen. Ich muss wirklich nur Steuerung und W gedrückt halten und ich werde immer schneller. Also selbst wenn ich gegen die Wand laufe, die Geschwindigkeit bleibt. Das ist extrem praktisch. Das Einzige, was ich halt nicht machen darf, ist den Finger von der W-Taste oder der Steuerung. Na doch, Steuerung könnte ich sogar wegnehmen. Aber den Finger nicht von der W-Taste nehmen. Also sehr, sehr praktisch. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir sind in der letzten Castle. Und hier ist absolut nichts. Es gibt hier wunderschöne Türmchen. Da können wir rein, mal gucken, ob hier irgendwas Sinnvolles ist. Ich glaube aber, hier ist nichts. Ich habe das noch nie ausprobiert tatsächlich. Wow. Wow, hier ist ja nochmal ein Riesenraum. Alter, ist das riesig. Alter, fuck. Gott, ist das riesig. Okay. Jetzt muss ich gerade einfach mal nur das Prinzip fliegen. Denn, was? Das habe ich gar nicht damit gerechnet, dass hier noch so viel ist. Das habe ich gar nicht gesehen, dass hier noch in die Richtung was weitergeht. Ich dachte, das geht gar nicht weiter in die Richtung. Nur mal ganz kurz gucken. Nur mal ganz kurz gucken. Aber, Alter, was für eine fucking Riesen. Mega-Base, bitte. Vor allem, wie geil wird das, als wenn da wirklich ein Dungeon draus wird? Denn momentan sieht man ja, da sind weder Monster noch sonst irgendwas. Also, ist es hier relativ ruhig. Aber wie übergeil wird das bitte als richtiger Dungeon, wo auch was passiert? Heiliger. Guckt euch das einfach mal an, was das für eine gigantische Festung ist. Okay, wir können nochmal ganz schnell hier runter und hier lang. Dann sind wir hier. Dann hier weiter. Hier weiter. Dann können wir wieder hier hin. Und hier runter. Wow, das ist einfach nur ein ewiges Ring around the Rosie. Alter Schwede. Okay, da wird es wahrscheinlich weitergehen. Da wird es wahrscheinlich weitergehen. Wir nehmen die Abkürzung. Ich bin jetzt wirklich zu faul, so langsam. Außerdem wird es wahrscheinlich sonst für euch zu langweilig. Also, wow! Parkour Area 2, Minibus 1. Okay. Cool, hier ist nichts. Exakt nichts. Cool. Das ist sehr interessant. Aber, naja, was haben wir eigentlich erwartet? Denn, stand ja bei. Hier gibt es nicht viel. Hier ist alles einfach nur rudimentär erstmal implementiert, um dann später tatsächlich genutzt zu werden. Meine Vorstellung ist, denke ich mal, wenn ich jetzt ein Guess machen müsste, also eine Überlegung, was passieren wird, ist, dass jeder dieser großen Türme, also der da hinten, und wahrscheinlich wird es da noch mehr geben, denn das ist jetzt anscheinend der einzige von dieser Sorte. Ja. Okay. Ja. Okay. Das ist der einzige. Aber vielleicht wird es noch mehr davon geben. Und dann wird man damit die entsprechende Farbe anlocken können. Das ist so meine erste Theorie. Also man kann dann jetzt hier rein. Da wird man wahrscheinlich hier drin einen Boss finden können. Dann muss man wiederum hier durch diese ganzen Stellen. Und kann dann hier runter. Und wenn man hier unten nämlich hingeht, dann kommt man zu einer richtig creepy Location. Wie gesagt, ich war hier schon mal kurz drin. Und zwar hierhin. Und ich denke, dass man dann wahrscheinlich mit irgendwelchen Minibossen, die man dann besiegen muss, diesen blauen Käfig freischalten kann. Und die anderen sind unwichtig, oder vielleicht muss man in diesen grün-gelben nochmal, ja, grün-gelb heißt die Farbe, in diesen grün-gelben nochmal kleine Minibosse besiegen oder so. Aber der blaue, das ist ja der einzige, wofür wir einen Turm haben. Das heißt, vielleicht wird es möglich sein, hier dann dieses Ding als Tor zu benutzen, dieses Force-Field zu deaktivieren und dann da reinzukommen. Und dann halt damit irgendwie wieder was zu machen. Dann hat man das da abgeschlossen und kann dann nochmal wieder weiter oder bekommt irgendein Über-Item und sagt dann, ey, Twilight Forest durch, bla bla. Ja. Aber da das jetzt nicht möglich ist, machen wir wieder die andere Variante. 27 bitte. Da. Super. Haben wir gesehen. Wir sind jetzt tatsächlich durch die ganze Castle gelaufen. Nicht ganz durch die ganze Castle, aber alles, was wichtig ist. Ihr habt alles gesehen. Wofür diese Castle bestimmt richtig geil wäre. Gerade, ich meine, guck dich das einfach an, wie verdammt riesig dieses Ding ist. Und wie kommt man hier eigentlich hin? Ach so, indem man einfach einen der Türme nimmt, die nicht irgendwie hinführen. Alter, wie tief geht das hier runter?
Okay, hier kann man hin. Ah, muss ich nochmal ganz kurz gucken. Jetzt bin ich wieder interessiert. Mann, ich lasse mich so leicht ablenken. Ach ja, jetzt sind wir wieder hier in diesem riesigen Thronsaal. Alter, das ist ein. Das sieht echt aus wie so ein. Das erinnert mich ja so ein bisschen an. Verdammt, was erinnert mich das? An irgendwelche zwergenmäßigen Filme. Also an Herr der Ringe oder Hobbit zum Beispiel. Oder Game of Thrones. Aber da geht es nicht so groß. Nicht so groß. Nicht so pompös. Pompös groß. Das ist ja wirklich schon übertrieben groß. Das ist wirklich eher Zwerge. Also eher Fantasy-mäßig, eher. Na gut, Game of Thrones ist Fantasy, aber. You know what I mean. Und dann wird wahrscheinlich hier der allerletzte finale Endboss sein. Final Boss hier, you win. Ach, wahrscheinlich hätte ich. Wahrscheinlich hätte ich das Achievement bekommen, wenn ich hier hingegangen wäre. Das könnte sein, dass ich hier das Achievement bekommen hätte. Aber hey, Final Boss hier, you win. Woo! Woo! Wir haben gewonnen, wir haben den Twilight Forest. Fast durch. Wir haben noch 10 Minuten der Folge und wir haben noch lange nicht alle Achievements. Nein, lange nicht. Ist übertrieben. Wir haben alle Achievements außer zwei, nämlich diesen beiden. Das sind eigentlich alle, die noch fehlen, ne? Ja, alle anderen habe ich nach und nach erledigt, selbst die Mist-Pickaxe da. Und die beiden musste ich mir per Cheat geben und den da unten ja auch, weil er das nicht erkannt hat. Aber alle anderen habe ich legit bekommen. Und somit, gut, den habe ich auch gecheatet, aber den habe ich legit danach gemacht, also zählt es trotzdem. Also müssen wir jetzt noch die beiden machen, dann haben wir den Twilight Forest durchgespielt. Dann können wir nächste Folge in Folge 140 endlich wieder in unsere normalen Gepflogenheiten rein. Und das passt auch sehr gut, denn ich bin jetzt gerade mit der Klausurenphase durch. Und ich habe Twilight Forest ja sozusagen extra gemacht, um in der Klausurenphase ein bisschen weniger Aufwand mit dem Aufnehmen zu haben, denn so habe ich halt immer was gehabt, wo ich sagen kann, okay, ich nehme es direkt auf und bin dann auch direkt durch mit der Folge. So, also das war der Hauptgrund, den ich benutzt habe, warum ich jetzt Twilight Forest angefangen habe. Einfach nur, um die Klausurenphase zu überstehen mit genug Videos für euch. Einigermaßen interessant, ohne dass ich jetzt und trotzdem halt, dass ich relativ einfache Produktionsgeschwindigkeiten habe und mir nicht 3 Stunden überlegen muss, was ich jetzt eigentlich tue. Wie man ja sieht, ist dabei nicht viel rauskommen oder wie man sehen wird in der nächsten Folge dann wahrscheinlich. Denn in der nächsten Folge werde ich dann mal zeigen, was ich alles auf Camera gemacht habe. Es ist eine Menge und ihr werdet euch freuen. Aber bevor ich jetzt noch weiter labere, würde ich noch mal ganz kurz anmerken, dass ich einfach mal. Ich muss viel zu lange lesen, damit das wirklich witzig ist, was ich immer tun will. Aber verdammt, das ist da und. Okay, dann denke ich mir jetzt eigentlich nur noch. Das Ding hier ist ja wirklich ziemlich leer. Also, hier ist ja wirklich nichts zu finden. Aber, okay, schnell genug Stopp drücken, damit das nicht ganz daraus geht. Und dann müssen wir jetzt natürlich noch dazu sagen. Okay, damit reicht's dann aber auch. Ja, wie man vielleicht merkt, ich habe ein Soundboard. Schon seit einer Weile, ich benutze es nur jetzt das erste Mal. Eine Menge Keys zu belegen waren das, aber ja, deswegen, ich habe das auf dem Drittbildschirm. Ja, Drittbildschirm. Guckt auf meine Website, ich habe drei. Da habe ich das drauf, denn sonst würde ich die Hotkeys mir gar nicht alle merken können, weil die halt nicht spezifisch gebunden werden können. Das ist halt das TeamSpeak-Soundboard. Das gibt so ein schönes TeamSpeak-Soundboard. Und dann habe ich mir nach und nach TeamSpeak-Sounds dafür rausgeschnitten. Sounds dafür rausgeschnitten. Nicht TeamSpeak-Sounds dafür rausgeschnitten. Sounds dafür rausgeschnitten, wie man das halt so macht. Viele aus Instant-Buttons geklaut. Also aus myinstance.com ist es, glaube ich, die Standardseite. Da habe ich eine Menge her, aber halt auch ein paar selbst geschnitten aus Songs, die ich so habe. Und war ganz schön. Okay, dann würde ich aber mal sagen, bevor ich jetzt dann noch weiter abschweife, ich weiß, ich bin schon gerade abgeschweift, würde ich noch mal sagen, das habe ich jetzt. Alter, RSG, krieg dich ein. Okay, konzentrier dich. Wir wollen jetzt zu dem Hügel oben mittig in diesem hellgrünen Biom, denn das ist der mittlere Hügel. Und bei diesem mittleren Hügel sollten wir das vorletzte Achievement bekommen, nämlich das hier. Und dann bei dem großen Hügel sollten wir das letzte Achievement bekommen. Und übrigens hat mir Jay noch geschrieben in den Kommentaren, warum ich denn tatsächlich mir die Dinger so bekannt vorkamen, was jetzt kein korrekter Ende dieser Satze ist. Alter RSGE, what the fuck? Es ist nicht mal spät abends. Es ist gerade mal 23:36 Uhr. Du bist nicht einmal müde und du kannst trotzdem nicht reden. Was ist mit dir eigentlich kaputt? Okay, warum sollte ich jetzt eigentlich da oben hinfliegen, wenn der Große viel näher ist. Wir müssen straight east.
Straight West, ich kann. Sehr gut, diese Dinge. Ja, okay. Und da haben wir ihn auch schon. Ja, ich weiß, ich fliege jetzt mit dem Jetpack. Ist mir egal. Das ist jetzt wirklich nichts mehr, wo ich sagen muss, dass ich jetzt Challenge brauche, sondern einfach nur noch Achievement Hunting. Heißt also, jetzt, wir tun mal so, als würde ich jetzt nicht mit dem Jetpack hingeflogen sein und benutzen ab jetzt einfach wieder normale Methoden. Aber ich bin jetzt zu faul. Wobei, wisst ihr was? Ich mach das mal. Perfektionism. Ihr wisst doch, ich bin Perfektionist. Also. Hashtag Perfectionism. Wir beenden es so, wie wir es angefangen haben. Komm schon, das schaffen wir jetzt auch noch. Heißt also, wir gehen mit dem Wassereimer runter. Ganz vanillamäßig, wie man das auch machen würde. Ah! Skelett! Wo bist du? Weg. Okay, dann verreck halt. Ja. Siehst du, es hört sogar auf mich. Das ist ein nettes Skelett. Das hört sogar auf mich, wenn ich was sage. Cool. Dann bauen wir uns hier mal kurz durch. Das Achievement ist, glaube ich, nur, dass wir so ein komisches Ding uns. Hallo? 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 Gott, ich kriege immer so eine Overreactions. Hallo? 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 Ich muss mir dringend mal Fackeln auf Remote besorgen, also den Remote-Fackelsetzer. Aber ich glaube, das Einzige, was das Achievement sagt, ist, dass wir irgend so ein komisches Viech töten sollen, ne? Genau, defeat a Twilight Wraith and the Hollow Hill. Alles andere ist uns also egal. Das heißt, wir looten trotzdem. Oh Gott, wie viele von den Viechern. Alter, bau den Spawner ab. Stirb, 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 stirb. Alter, wie viele gibt's denn von denen? Stirb, 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 stirb. Alter. 30 Millionen Stück von euch. Hilfe, ich wäre wahrscheinlich, ich wäre jetzt tot. Ich wäre jetzt tot, ja. Ich wäre jetzt, legit, ich wäre tot. Ich wäre gleich tot. Noch nicht ganz, aber ich wäre jetzt gleich tot. Also nochmal schnell weglaufen, damit wir so tun können, als wären wir nicht. Alter! Hilfe! Okay. Du stirbst. Du stirbst. Ich habe noch ein halbes Herz. Ich habe null Herzen. Ich wäre jetzt tot. Ja, ich wäre jetzt tot. Okay. Also nicht wäre ich jetzt tot. Aber hey, who the hell cares? Wir sind nicht tot, weil wir bessere Herzen haben. Hallo! Wir haben drei Herzen. Ansonsten hätte ich jetzt auch Tränke mitgenommen. Es kommt immer darauf an, was man erwartet. Und ich erwarte, dass ich nicht sterbe, weil ich genau weiß, dass ich nicht sterbe. Also lasst mich. Und Alter, ich sterbe trotzdem fast. Alter, diese Dinger machen scheiße viel Schaden. Es gibt gewisse Worte, bei denen nervt es mich selber, wie oft ich die benutze. Und dazu gehört Alter. Aber, ist nun mal so. Es gibt gewisse Dinge, die sagt man einfach, ohne darüber nachzudenken. Und dann denkt man sich hinterher, was habe ich da eigentlich gelabert? Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, wir klauen uns nochmal hier die Kiste leer. Wir klauen uns nochmal hier die Kiste leer. Ich hoffe, dass das blöde Gift gleich aufhört. Tut es, wunderbar. Wir haben ganz viel Stuff, der zum größten Teil gar nicht mehr reicht. Oder den mein Zeug gar nicht mehr wegkriegt. Du. Oh, diese fucking Spinnen, Alter, die gehen so offen auf den After. Auf den. Wie hieß denn das schöne Wort dafür? Verdammt. Ich bin kein Medizinstudent, lasst mich. Ich weiß solche Sachen nicht. Ich kenne keine Medizinsachen. Ehrlich jetzt, wir haben so viel Leben verloren, dass wir echt schon an einem Punkt sind, wo wir unsere echten Leben verlieren. Wow, das ist schon hart. Das ist schon echt hart. Wir brauchen mal eine Regen-Potion. Hallo, Zombie. Stirb, Zombie. Na komm, stirb, Zombie. Wir brauchen mal eine Regen-Potion. Regeneration für paar Minuten. Hab ich nicht eigentlich sowieso die Pendants mit? Ich habe die Pendants mit. Dann ziehen wir mal kurz Pendant an. Brennen werden wir hier wahrscheinlich nicht. Also kurz Pendant anziehen, Regen. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir so einen Twilight Wraith gleich finden. Und die andere Sache mache ich dann ganz kurz zum Großteil auf Camera. Ich loote die so halb leer, die Kisten, aber wichtig brauchen wir jetzt hier nichts. Ah! Gott! Hab ich mich von dir erschrocken. Warum habe ich mich überhaupt erschrocken? Hier ist nicht mal was, was mich erschrecken könnte. Hallo. Tschüss. Stirb! Stirb! Danke. Okay, wo sind diese komischen Twilight Wraiths? Und ist das da oben Dance-Ohr? Wenn das da oben Dance-Ohr ist, hätte ich das gerne, denn ich habe kein Dance-Ohr. Ich habe nicht viel Dance-Ohr zumindest. Nein, es ist kein Dance-Ohr, das ist normales Erz. Es gibt hier zwar Dance-Ohr, aber nicht so. Okay, dann würde ich noch sagen, ich mache einen Cut, bis ich so ein Viech finde. Und setze überall Fackeln, denn sonst dauert das zu lange. Und direkt vor mir spawnt eins. Ja, geil. Jetzt muss ich das nur noch töten. Hallo! Dein Ernst? Achievements! Please! Da ist der Spawner dafür. Dann warten wir mal an dem Spawner. Hoffen, dass noch mehr spawnen. Ah! Was zur Hölle? Gott!
Hilfe! Lasst mich in Ruhe. Ich habe einen Wassereimer. Tut mir nichts. Ich habe einen Wassereimer. Ihr könnt mir gar nichts. Anscheinend ja doch, sonst hätte ich nicht so viele Leben verloren. Sind das nicht Twilight Raves? Hallo? Sterbt ihr? Komm her! Warum gebt ihr mir kein Achievement? Ihr seid böse. Oder muss ich dafür das andere haben? Aber eigentlich sind die doch grün angegeben. Oder muss ich die dafür Mili besiegen? Ah! Ihr musst dich dafür Mili besiegen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich wollte schon gerade wieder anfangen zu cheaten, aber anscheinend zählt es nur, wenn man den Mili besiegt. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich Infinity auf meinem Bogen habe. Das kann auch sein. Dass der Infinity-Bogen einfach das nicht aushält. Das wären meine zwei Möglichkeiten, die ich jetzt überlege. Aber hey, wir haben das Achievement. Das ist cool. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal in das letzte Stückchen, besorgen uns da nochmal was und dann reicht es auch für den Twilight Forest und für diese Folge. Geh sterben, dieses Stück. Komm, zack, böse. Gott, ich habe echt keinen Skill. Muss mal blocken lernen, ne? Muss echt mal blocken lernen. Ja, ich weiß, dass ich noch aufnehme. Und einige Minuten des Laufens später sind wir dann wiederum an dem Medium Hollow Hill, bei dem wir jetzt ein... ganz bestimmtes, ekelhaftes Viech töten müssen, was wir beim letzten Mal gar nicht in so einem Viech-Ding gefunden haben. Also hoffen wir mal, dass wir dieses Mal so eins finden. Wenn ich überhaupt in das Hollow Hill reinkomme mit dieser Höhle, die ich gerade erkunde, denn ich glaube, die führt gar nicht in die richtige Richtung, oder? Sieht zumindest nicht danach aus auf den ersten Blick. Okay, ich mache wieder einen Cut, bis ich drin bin oder irgendwas anderes Interessantes zu zeigen habe. Okay, jetzt sollte es relativ schnell gehen. Wir müssen nur dieses Viech jetzt klatschen. Wobei, ich glaube, das ist nicht der, sondern ein etwas anderes Viech. Und zwar einer, der TNT setzen kann. Ich habe mich jetzt einfach reingebaut übrigens. Das war die Sache, die ich noch erwähnen wollte. Ich habe mich einfach reingebaut. Ich habe den Eingang nicht gefunden, den es eigentlich geben sollte. Stirb, komische Spinne, stirb, komisches Viech-Dingens-Teil. Stirb, komischer Spawner. Alter, sind das viele von den Viechern? Wie viele gibt's denn von denen? Tschüss! Geht weg mit euren scheiß Spitzhacken! Oh Gott, sind das wieder Kobolde schon wieder? Alter! Stirb Spawner! Stirb Skelett! Sterbt ihr kleinen ganzen Pissviecher! Gott, geht das wieder von mir! Du auch! Du auch! Und ich bekomme ja nur das Achievement, wenn ich den mit Melee kille. Also laufen wir hier mal schnell durch und suchen nach dem Viech, denn ich habe wirklich keine Lust, jetzt noch 3 Stunden hier die Gegend zu kämpfen. Ah! Alter, wie viele gibt's denn von euch? Huch! War das jetzt ein Creeper oder war das einer von denen? Ha! Einen von denen habe ich jetzt. Tschüss! Stirb! Ich glaube, das war der mit den Eisenboots an. Mit den Ironwood Boots, also mit den anderen Boots, mit den anderen Farbigen. Ich glaube, das war der. Also er sah fast genauso aus mit dem Unterschied, dass es irgendwie eine andere Bootfarbe hatte. Ah, komm, stirb. Du auch, Creeper. Da. Nee, ist das doch so einer ist das. Da. Seht ihr die Eisenboots, die anders sind? Genau, Redcap Zapper. Also das ist der Unterschied. Okay. Cool zu wissen. Alles wegschmeißen, ich brauche nichts davon. Rein gar nichts. Alles bitte weg in mein System. Und damit haben wir den Twilight Forest abgeschlossen. Wir haben alle Achievements. Wir haben alles mit fast alles mit nur Vanilla Gear gemacht. Und ein paar Modded Conveniences, einfach nur was Zeit angeht, aber nicht was Effektivität angeht. Und natürlich dem Schwert hier, weil es nicht anders geht. Es gibt halt kein Schwert, das das kann. Also so wie gut wie Diamant sein und trotzdem entsprechende Durability haben. Also, hier raus. Na komm, noch einmal die Achievements begutachten. Dann rein, dann die TARDIS nochmal schnell recallen, bevor ich die Achievements begutachte, damit die TARDIS schon mal auf dem Weg ist. Und damit würde ich sagen, wir haben dieses ganz schön lange dauernde Kapitel des Twilight Forest abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, kann mir einer in die Kommentare schreiben, wie viele Folgen? Gott, ich hab gerade irgendein Monster greift noch an. Kann mir einer in die Kommentare schreiben, wie viele Folgen jetzt schon im Twilight Forest hängen? Es sind jedenfalls ein paar, wenn ich so gucke, wie viele Achievements wir machen. Und ich habe fast nur ein Achievement pro Folge gemacht. Also ein, das da habe ich eine Folge gebraucht, das habe ich eine Folge gebraucht, das habe ich eine Folge gebraucht, das habe ich eine Folge gebraucht. Ich könnte das jetzt selber zusammenrechnen, macht's mal bitte. Also wenn einer von euch das mal kurz zusammenrechnen würde, wäre ich sehr erfreut. Dann weiß ich, wie viele Milliarden Folgen ich jetzt schon im Twilight Forest hänge.
Heilige Elne SCH. Ja, aber dann würde ich sagen, wir beenden den Twilight Forest und diese Folge hiermit, gehen zurück in die TARDIS und fangen an, dort wieder rumzubasteln. Das erste, was ich denke ich mal mache, ist die TARDIS wieder dahin zurückbringen, wo sie eigentlich hingehört. Nämlich 1, go, go und go. Und während die TARDIS fliegt, nutzen wir endlich wieder unser altes Gear. Und Alter, hat unsere Rüstung gelitten. Schaut euch das an, wie unsere Rüstung gelitten hat in der kurzen Zeit, die wir jetzt nur draußen sind. Die war ja komplett heil, als wir gekommen sind. Also die war ja komplett heil, als ich die Folge angefangen habe. Einmal ziehen, please. Danke. Habe ich auf mich an der XP-Folge bekommen. Die Rüstung war komplett heil, als ich die bekommen habe. Jetzt ist sie kaputt. Läuft bei mir. Aber, wie gesagt, dann würde ich sagen, wir beenden. Ich habe schon wieder gesagt. RSG, hör auf damit. Aber die TARDIS steht wieder an ihrem ursprünglichen Punkt. Wir sind wieder zu Hause. Wir sind wieder in der Oberwelt. Gut, wir werden wieder die Zeit in der TARDIS verbringen, aber wir sind aus dem Twilight Forest raus. Wir haben es geschafft. Und nächste Folge ist eine Menge Off-Camera-Stuff dran, den ich gemacht habe. Aber da es ja Off-Camera-Stuff war, gehe ich da relativ schnell durch. Es ist nämlich nichts mega Interessantes, sonst hätte ich es nicht auf Camera gemacht. Und ich repariere zwischen den Folgen meine Rüstung, lege alles wieder an, stelle alles wieder um auf normalen Betrieb. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, euch hat der gesamte Twilight Forest gefallen. Wenn ja, uploadet gerne ganzen Stuff ist on screen. Und ansonsten, in der nächsten Folge, habe ich ehrlich gesagt noch keinen perfekten Plan. Aber ich habe ja noch ein schönes To-Do. Und ich denke mal, in Richtung Botania könnten wir uns noch weiterentwickeln. Oder in Richtung Tech. Also, entweder könnten wir noch ein bisschen was in Richtung Industrial Craft machen. Oder was in Richtung Botania. Mehr Automatisierung, nein, nicht Automatisierung, aber den Gaia-Fight könnten wir mal versuchen, in die Richtung mal zu kommen und uns mal so ein Teil machen, so ein Mana-Blaster. Das wären die zwei Möglichkeiten. Wenn einer von euch eine Sache irgendwie in irgendeiner Weise besser findet, schreibt es in die Kommentare. Mir egal, was ihr damit als Begründung habt und wenn ihr keine habt, mir ist scheißegal. Schreibt rein, was ihr wollt und ansonsten mache ich halt, was ich will. Mir doch egal, so haben, halt, geht's ja schon immer. Aber dann würde ich sagen, dass ich mal wieder etwas sagen würde und dass wir diese Folge damit hier beenden. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!